Ja, hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Tool-Vorstellung von mir. Heute ist mein Beschrifter dran. Mein YouTube-Beschrifter wird natürlich hauptsächlich für YouTube gebraucht. Schauen wir mal. Hier hat er eigentlich mehrere Funktionen. Ihr seht schon zwei Hauptfunktionen sozusagen. Thumbnail. Wir nehmen uns erstmal das Thumbnail vor. Sagt schon nicht viel. Es erstellt schlicht und ergreifend mit ihr auf dieser Funktion für das entsprechende Spiel, für die entsprechende Folge das Thumbnail. Die ganzen Dateien übrigens werden gespeichert hier in dieser INI und hier ist auch die Originalbeschrifter, deswegen habe ich die halt in einem anderen Ordner, damit die INI-Datei nicht hier rumliegt. Die anderen Sachen können wir alle einstellen. Wählen erst mal ein Spiel. Nehmen wir mal Fiesta. Ich habe vorhin schon mal probiert, deswegen ist das sehr grün. Und halt, was weiß ich, irgendwas anderes. Zack, 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 zack. Ihr seht schon, hier unten wird immer ein Vorschaubild angezeigt. Natürlich ist noch kein Thumbnail erstellt. Ich kann die Position ändern, entweder eben indem ich hier, was weiß ich, das rausnehme, aktualisieren, zack. Oder halt über diese Tasten halt, beziehungsweise über diese Up-Down-Buttons hier, das manuell ändere. So, Stückchen hier. Text vor Folgenzahl ist auch schnell erklärt, ganz logisch. Das, was halt hier davor steht. Das ist ein Test. Gucken wir mal, was er jetzt sagt. Zack, klein geschrieben. Müsste man natürlich die Position wieder ändern. Kein Problem. In der Regel bleibt das ja bei jeder Folge gleich. Oder bei jedem Thumbnail. Deswegen ist es halt auch nur das, was da eingetragen wird. Bei den meisten Spielen ist es nur das Sternchen für die Folge. Alles andere steht schon drin. Hier steht zum Beispiel das Let's Play auch schon drin. Das habe ich noch nicht so extra mit eingetragen. Und ansonsten kann ich hier die Schriftart ändern und die Farbe natürlich. Machen wir mal wieder so ein, ja, ist jetzt nicht das Gold, was ich sonst habe, aber es ist immer ein Gelb. Schriftart. Beispielsweise fett schräg haben wir drin, machen wir halt mal nur schräg. Zack. Das ist ein Test. Comic Sans MS, sieht man halt die Schriftart und aktualisieren. Aktualisiert das nochmal eventuell für den Fall, dass da Fehler auftreten. Drücke ich auf Erstellen. Plupp. Da wird ein solches Bildchen erstellt. Und zwar unter dem eingestellten Ordner. Einstellen kann man das übrigens hier. Ordner der erstellten Thumbnails. Und muss man halt nur auswählen. Ist hier schon ausgewählt. Normalerweise habe ich den immer in den eigenen Dateien liegen. Genau wie den Vorlagenordner. In den Vorlagen sind die ganzen Vorlagen schon drin, wie ihr seht. Unter eigenen Dateien, beziehungsweise unter dem eingestellten Thumbnail-Ordner wird halt dann das ja, Bild erstellt. Dieses lade ich dann bei YouTube hoch und auch bei Facebook. Und dann hat man es. Aktualisieren, Bild nicht gefunden. Oh, oben findet er gerade nicht, weil ich hier was verstellt habe. Ordner der Bildvorlagen. So, Computer, können wir gleich mal einstellen. Beschrifter, Vorlagen, okay. Zack, jetzt findet er das wieder. Alles klar. Man kann natürlich auch, ihr seht schon, weil das Bild jetzt überschrieben wurde, das wird jetzt nicht jedes Mal aktualisiert, einfach einmal draufdrücken, wenn es mal weg ist, ist nicht halb so wild. Man kann natürlich auch neue Bilder hinzufügen, indem man einfach hier den Namen eingibt. Ich habe jetzt mal zum Beispiel mal die Bienchen, habe ich rausgelöscht, die Bienchen-JPEG. Nehmen wir die mal Bienchen. Aktualisieren. Und da hat er sie. Bei JPEG-Dateien braucht man das .jpg nicht mit eingeben. Er akzeptiert natürlich auch andere Bilddateien, BMP, PGN, keine Ahnung, wie die anderen alle heißen. Da müsst ihr dann halt einfach mal hier zap, Punkt, PNG, sowas zum Beispiel. PNG, die gibt es jetzt nicht, deswegen gibt es jetzt auch kein Bild. Also gehen wir zurück auf Bienchen, zap. Das findet er natürlich, weil es da ist. So kann man halt quasi neue hinzufügen. Genauso geht es hier mit dem Spiel. Wenn man ein neues Spiel haben will, trägt man halt einfach ein neues Spiel ein. Neues Spiel. Meine Rechtschreibung ist heute wieder schlimm. Da gibt es natürlich noch kein Bild. Kann ich auch diese Bienchen installieren, weil hier da natürlich auch noch nichts eingetragen ist. Nehmen wir einfach mal irgendwas Beispielhaftes. Manche Schriftarten gehen übrigens nicht, sieht man daran, wenn das spezielle Schriftarten sind von irgendwas, was ja zum Beispiel dieses Programm nicht erkennt. Es sind viele Adobe-Schriftarten, die ja wirklich nur teilweise nur für Adobe gehen. Die erkennt es dann halt teilweise nicht so. Das haben wir. Größe müssen wir noch 120 oder irgendwas in der Art halt. Zack. Auch die erkennt es nicht. Dann gucken wir mal, was findet man denn noch?
viele normal runtergeladene Schriftarten. Ich habe ja auch viel, zum Beispiel hier Herr der Ringe Zeug und sowas runtergeladen. Die erkennt es tatsächlich, wie ihr seht. Andere wiederum nicht. Hier kann ich noch die Folgenzahl einstellen und das halt, was davor steht. Das ist ein Test. Ist wieder verkehrt geschrieben, ist jetzt auch egal so. Und wird halt quasi da reingeschrieben. Natürlich müsste ich die Position noch ändern. Lass mal jetzt einfach. Und dann könnte ich halt das Thumbnail erstellen. Habe ich natürlich von zum Beispiel, nehmen wir mal Mass Effect. Immer nur ein und dasselbe Thumbnail für alles, wo sich nur die Zahl ändert, kann ich natürlich auch da sagen, okay, ich brauche jetzt bis zur 122 habe ich die Folgen aufgenommen. Übertrieben jetzt gesagt, oder sagen wir bis zur 108. Das heißt, ich brauche bis dahin die Thumbnails, also gehe ich auf die 108, gehe auf Erstellen und dann macht er mir nicht nur ein Thumbnail, sondern gleich von der 79 bis zur 108 alle und das quasi in einem Augenzwinkern. Das geht nun mal deutlich schneller, als wenn man es halt so macht. So. Ist natürlich nur eine von zwei Funktionen, die das Programmchen hat. Ich habe hier noch den Link-Formatierer bzw. den YouTube-Beschrifter. Dazu mache ich mal hier eben kurz ein YouTube-Video auf, was eigentlich schon hochgeladen war und auch eigentlich schon eingestellt war. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich ein paar Probleme, vor allem bei der ja bei der Zeit geben, wenn es die denn einstellt, werden wir dann gleich sehen. So, ansonsten sehen wir hier Link-Formatierer, den beachten wir gleich, da kommen wir gleich zu. Und ansonsten hier Titel, Let's Play Mass Effect, Folge 79 und das, was halt dahinter steht, meistens der Bindestrich. Ich mach's mal vor, ich klicke hier rein, mach plapp und schon haben wir das hier drin stehen. Hier wurde das auch gleichzeitig aktualisiert. Hier können wir dasselbe mit der Beschreibung machen. Hier kann ich die Beschreibung quasi eintragen. Hier die Tags, immer mit einem feinen, säuberlichen Komma getrennt. Und könnt ihr das halt alles nacheinander einzeln eintragen. Datum und Uhrzeit müsst ihr natürlich manuell auf planmäßig stellen und dann halt hier reinklicken und dann eben diese Maustaste 4, die dazu gebraucht wird, drücken. Machen wir aber auch noch über eine andere Möglichkeit. Hier übrigens, das Datum springt dann auch immer eins weiter. Deswegen hat man auch hier die Möglichkeit einzustellen, alle wie viele Tage so eine Folge kommt. Also alle ein Tage, wie Eiern eben alle 2 Tage. Zum Beispiel halt, was ihr halt da habt. Natürlich kann ich das Ganze hier unten über den Automatik-Button alles von allein machen lassen. Das heißt, ich wähle hier aus. Jetzt wird ja schon die 98 reingeschrieben. Das heißt, er überschreibt ja die 97, macht die 98 rein, geht dann runter eben und ja, stellt den Rest alles ein. Hoffe ich doch. Ich probiere es mal aus. Und zwar jetzt. Blablabla. Ja, geht auch etwas schneller, als wenn man das von Hand alles machen würde. Ich denke mal, sollte kein Problem sein. Thumbnail, wie man das hochlädt, das werdet ihr ja wohl wissen. Das lasse ich jetzt alles erstmal so und dann gibt es noch den Link-Formatierer. Was macht der? Tja, ich habe ja auch noch einen Facebook-Account. Und wenn ich da die Videos poste, mache ich das eigentlich so, indem ich eben dieses Thumbnail hochlade und den Link zu dem Video mit dem Namen des Videos, den muss man natürlich noch manuell eintragen. Nur der vordere Teil wird gemacht. Zum Beispiel, was weiß ich. Das ist ein Beispiel. So. So würde das Video jetzt quasi heißen. Wenn ich es jetzt speichern würde, mache ich natürlich nicht. Wie gesagt, wäre das ganze Theater umsonst. Also, Facebook rufe ich jetzt nicht erst auf. Das mache ich hier über dieses Teil. Habe ich hier den Link-Formatierer ausgewählt. Jetzt steht es schon hier unten da. Video-URL markieren. Maustaste 4 drücken. Wenn es erfolgreich kopiert wurde, gibt es eine rote Vorschau hier unten in dem schwarzen Bild. Dann das Facebook-Feld auswählen, wo es eingetragen wird. Wieder Maustaste 4 drücken und der Text wird grün. Damit ist das Ding quasi reinkopiert und der Formatierer ist erneut bereit. Dazu haben wir ja natürlich hier den Playlist-Link. Wie ihr dazu kommt, ja, ich denke, das werdet ihr schon wissen. Man kann auch mehrere Playlists. Ich gehe mal auf, wo ist es denn? Fiesta Online. Man kann auch mehrere Playlists nehmen. Fiesta Online nehmen wir gleich mal. Hier unten sieht man hier, das ist quasi, weil Fiesta ja mehrere Playlists hat, kann ich die eine oder auch die andere auswählen. Aktuell ausgewählt ist immer die, die eigentlich aktuell ist. Also sprich die letzte Playlist. So. Gut. Dann machen wir das mal. Video-URL markieren. Das heißt, einfach hier in das Video-URL-Feld klicken. Aber ausgewählt wird es ja gleich direkt. Dann Maustaste 4 drücken. Zack.
was er gleich macht, es springt runter und holt sich gleich noch gleichzeitig den Titel mit und schreibt das alles so schön rein. Hier seht ihr die Vorschau halt, wie es halt sein soll. Das Ganze kann ich jetzt mit Maustaste 4 hier reinkopieren. Hier seht ihr, Titel ist grün geworden, quasi so zur Erinnerung. Und dann haben wir es halt hier stehen. Let's Play, Mass Effect, das ist ein Beispiel. Obwohl da jetzt mit der Fiesta Online Playlist gewesen wäre. Ist natürlich auch ein Fiesta Online Video, insofern passt das schon. Und dann hier http www.youtube.com. Nanu, ist ja ein ganz anderer Titel als der hier, eine ganz andere URL. Ja, ganz einfach. Ich habe nämlich die URL so umformatieren lassen, gleichzeitig, dass er eben, deswegen brauchen wir die Playlist, gleichzeitig auch noch die Playlist mit anzeigt. Ich kann es ja mal vorführen, kopieren, hier fügen wir es ein, paste and go. Nein, diese ändern wir nicht. Das machen wir aus. Und dann seht ihr hier schon an der Seite, ja, zum einen hier Sandratten, bla bla bla, hier die ganzen anderen Videos, so könnte ich mich quasi direkt mit durchklicken. Ich könnte noch einen Index dazu fügen, das habe ich aber jetzt nicht extra gemacht. Das heißt, er fängt hier immer die Playlist von Anfang an zu starten. Ansonsten, normalerweise könnte man das auch noch so schreiben, dass er quasi direkt bei dem Video, was aktuell ist, stehen bleibt. Aber, naja, wie gesagt, das wäre zu viel Arbeit gewesen, deswegen habe ich das so gemacht. So, ansonsten, was gibt's noch für Optionen? Hier oben kann man, wie gesagt, das Programm beenden, noch extra. Eigentlich eine kleine Spielerei, braucht nicht unbedingt sein. Dann können wir hier eine oder mehrere Playlists, wenn wir das wollen, löschen. Einfach die Playlist, die man haben will, auswählen. Playlist löschen drücken. Soll die Playlist gelöscht werden? Okay oder abbrechen? Wenn okay, dann wird's halt gelöscht. Neue Playlist kann man natürlich auch eingeben, eben indem man, naja, eben diese eben eingibt. Das ist ein Test beispielsweise und so weiter und so fort. Lassen wir mal, dadurch, dass noch keine da ist, braucht man es auch nicht. Punkt. So, dann können wir natürlich das Bild löschen. Dazu müssten wir eben ein Bild auswählen. Hier, Eldarin, Fesseln, der Dunkelheit, Gefängnis. Wir nehmen mal das hier. Bild löschen. Soll das Bild Gefängnis gelöscht werden? Ja, damit ist es gelöscht. Und ihr seht schon, das Bild selbst ist im Vorlagenordner noch vorhanden und muss von Hand gelöscht werden. Steht nur noch untergreifend zur Sicherheit für den Fall, dass man falsch schon mal gelöscht hat. So ist nicht das komplette Bild weg. So kann man es hier oben einfach wieder eingeben, Gefängnis, und dann hat man es wieder. So, und dann kann man natürlich auch noch das komplette Spiel löschen. Das heißt, sämtliche Einstellungen von, ja, von diesen Daten hier bis zur Beschreibung, Text, Datum, Uhrzeit, Folge, bis die ganzen Bilder hier in der Playlist werden gelöscht. Natürlich auch nicht im Vorlagenordner, wie bei dem anderen eben auch. Spiel löschen. Soll das Spiel tatsächlich aus der Liste gelöscht werden? So, jetzt ist es raus. Spiel gelöscht. Und ihr seht schon, hier oben ist es nicht mehr. Kann es auch nicht mehr aufrufen. Ich könnte natürlich jetzt das neu machen. Aber, naja, jetzt ist es raus. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Gut, im Grunde war es das ja auch endlich schon. Diese Änderung speichere ich nicht. Das ist mein Beschrifter. Hinterlasst mal eine Beschreibung oder hinterlasst mal einen Kommentar, wie das Programm ist. Runterladen könnt ihr ihn natürlich auch. Der Download-Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr es macht, hinterlasst bitte einen Link und eventuell, wenn ihr es ausprobiert, auch einen Kommentar, ob es gut ist, eventuell auch Kritik oder was man halt verbessern könnte. Es gibt, glaube ich, noch einen kleinen Bug hier bei der Farbe, aber ansonsten, vielleicht habe ich den auch schon behoben im Download-Link, müsst ihr mal gucken. Ansonsten passt das alles. Ansonsten sieht man hier schon alles, was man haben will, die Vorschau, die Beschriftung. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, hinterlasst einen Kommentar, hinterlasst ein Like oder eben auch Kritik. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Mod-Vorstellung oder beim nächsten Mod-Vorstellung, bei der nächsten Programmvorstellung oder eben beim nächsten Spiel. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.